Die Besucherzahlen in Sensapolis sind jährlich so um die 200.000. Unsere Zielgruppe sind eigentlich Familien mit Kindern jeden Alters. Wir haben ja für jede Zielgruppe im Park eigentlich was geboten. Auch Erwachsene können hier alles mitmachen. Bei den einzelnen Attraktionen gibt es bestimmte Schwierigkeitsgrade, wie zum Beispiel bei unseren 16 Rutschen. Die haben verschiedene Längen, Formen und dementsprechend auch Geschwindigkeiten. Zum Beispiel unsere Familienrutsche bis hin zur Highspeed-Rutsche mit Tempomessung. Wir haben bestimmte Sicherheitsausrüstungen für die Kletterwand. Wir werden regelmäßig geprüft und gewartet von dem TÜV, von der DEKRA. Und zudem gibt es bestimmte Sicherheitsvorkehrungen, wie zum Beispiel beim Rutschen, dass man lange Kleidung tragen muss, bei der Kartbahn, dass man festes Schuhwerk tragen muss. Und wenn man diese Sachen beachtet, dann ist man eigentlich gesichert. In unserem Park gibt es zwei verschiedene Restaurants. Einmal das Sensaresto, das ist das ganz normale Parkrestaurant. Und dann gibt es unser gemütliches Restaurant Quindi. Was man dazu noch sagen kann, ist, dass in unserem Restaurant alle Speisen selbst gemacht werden. Also was den Park auf jeden Fall ausmacht, ist die Vielfalt an Möglichkeiten im Freizeitpark Sensapolis. Es ist eben nicht nur ein Indoor-Freizeitpark für die ganze Familie, sondern eben auch eine außergewöhnliche Location für Events aller Art. Man kann bei uns Vollgas geben auf der Kartbahn, bei uns kann man Teambuilding-Events veranstalten. Wir machen einmal im Monat Partys wie die 80er, 90er-Party und die Ü30-Party. Und es ist auf jeden Fall wert, hier mal vorbeizukommen.